Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 mit dem Main 6. Ja, wir wollen jetzt mal das ganze Weihnachtszeug langsam weghauen. So, aber erstmal kümmere ich mich darum, dass Fluttershy, ja, sich hier etwas um die Pflanzen kümmert. Oder warte mal, Fluttershy, bevor wir irgendwas machen. Kannst du dir auch mal Aktionen, nein, Outfit ändern. Alltagskleidung 1. Nimmst du einfach, erntest alles und bewässerst. Ja. Kümmere dich einfach mal hier darum. Das sieht nämlich alles total furchtbar aus. Yay! Was machst du eigentlich? Outfit ändern. Nicht Abendkleidung, lol. Nein, stopp. Stopp. Outfit ändern. Alltagskleidung. Alltagskleidung 1. So. Du musst übrigens auch noch Videospiele spielen, meine Liebe. Hast du daran schon mal gedacht? Spiele spielen. Spiel einfach mal Sportspaß. Das klingt nach Sport und Spaß. Gut. Was macht sie? Sie ist immer noch hochkonzentriert dabei. Wie läuft's? Achso, du hast gerade, ne? Okay, dann preschen wir mal ab hier. Kriegt's gerade hier, ne? Ja, oh, sogar schon Level 2. Sehr gut. Oh, wie sie runterläuft. So. Oh, Bitch. Okay, aber während sie runterläuft, möchte ich gerne hier die Weihnachtsdeko etwas entfernen und abändern. Dazu. Oh, das ist wieder Sophie. Mensch, Sophie, was machst du denn hier die ganze Zeit? Ich möchte zum Beispiel das hier, Farbe und Intensität. Dieses Licht. Lauwarmes Weißes. Also schön so. Genau. Und. Was ist passiert? Heutige Post wurde zugestellt. Nein! Bitte nicht die Post zustellen. Alles nur das nicht. Um Himmels Willen. So, Farbe in der Intensität einstellen. Dieses Licht. Hallo? Farbe und Intensität. Dieses Licht. Farbe und. Ach, da oben. Ach, lol. Toll. Ja. Genau, das habe ich gewusst. So. Farbe und Intensität. Nenne ich alle Lichter. Farbe und Intensität dieses Licht. Ich bin gerade einfach zu blöd für alles, ne? So. Alles klar, ist das hier schon mal weg. Und dann muss ich aber nochmal in den Baumodus. Und dann schmeißen wir mal ein paar Sachen ins. Oh mein Gott. Steinzeitprozessor. Och, ist das niedlich. Bürowaschbecken. Ja. Den Teppich können wir eigentlich sogar noch lassen, ne? Das hier ins Inventar. Schmeiße ich da einfach mal alles zu Weihnachten ins Inventar. Verkaufen will ich das jetzt alles. Wobei, wir können es eigentlich auch verkaufen, ne? Brauchen wir das Geld. Das ist, glaube ich, eine gute Option. Wir kriegen vielleicht genug zusammen. Es ist irgendwie voll traurig, aber. Wir müssen gucken, wie wir an das ganze Geld kommen. So, ja. Wird langsam, aber nur langsam. Hallo? So. Da und da. Die ganze Weihnachtsdeko ab. Auch hier. Weg mit der Scheiß-Deko. Da. Du kommst auch weg. Ach ja, da schnell mal natürlich auch. Die Ecke hier. Der Gasten. So. Das hier kommt weg. Und nicht auch noch zu vergessen, das hier. Das. Das. Und das. So, irgendeiner vergessen. Den Teppich können wir eigentlich schon fast so lassen, ne? Können höchstens mal einfärben. Ja, lass mal erstmal so, ne? Okay, du kommst wieder hier in die Ecke. So, jetzt ist mal alles wieder normalisiert. Okay, sehr gut. Müssen wir mal gucken. Ach nee, hier ist noch nicht. Hier ist ja noch mein Fehler. Ich hätte es wirklich gerne im Inventar platziert, aber guck mal, wie viel Geld wir dafür kriegen. Wir müssen irgendwie. Ja, den will ich aber behalten. Wir müssen aber irgendwie das Geld für die ganzen Rechnungen zusammenkriegen. Und deswegen, ja, ihr wisst ja. So, meine Lieben. Meshuna. Bada 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 bada. Boo sharp
Push up, Kimi. Der dabbert jetzt mit irgendwas zu, was ihm nicht passiert, vermutlich mal. Ja, ein Frost. Nein, du sollst keine Pilze essen. Oh, du sollst noch nicht Pilze essen. Beware of Mushrooms. Du kannst. Ah, da kannst du was upgraden, sehe ich gerade. Hier glitzert doch irgendwas. Hier. Weiterentwickeln. Und sonst? Nichts, ne? Ich gucke gerade durch. Hier glitzert gerade sonst nichts. Okay, gut. Dann mach du das mal. Ich verkaufe so lange mal hier wieder ein bisschen. Komm, wir kriegen ja doch genug Geld zusammen. So. So. Müsste doch langsam werden. Oh, wir müssen nur irgendwie schaffen, die Rechnungen zu bezahlen. Gut. Wie hoch sind denn die Rechnungen? Mist, das reicht noch nicht. Wir können aber die Post bekommen. Dann bekommen wir mal die Post. Oh, reicht's jetzt? Nein, immer noch nicht. Hm. Ich muss einen Frosch verkaufen. Nein. Frosch hat alles. Okay, was ist das? Rechnung bezahlt. Achso, das sind die Rechnungen. Toll. Flatterschei. Flatterschei. Flatterschei, hör auf. Mach jetzt hier keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, Flatterschei. Wir müssen irgendwie an Geld kommen. Und als gute Sims-Spieler weiß man, wie man an Geld kommt. Oder auch nicht. Muss doch irgendwas sein, wo ich was ernten kann. Was soll das? Hier. Ernte mal bitte das. Ist irgendwie nichts. Ach doch, hier auch noch. Dann ernte erstmal das. Und danach erntest du das. Und ich hoffe, dass wir einfach ein bisschen was zusammenkriegen, dass wir dann die Rechnung bezahlen können. Aber ich will dann nicht ohne Strom dastehen. Das wäre nicht so nice. Ernten, ernten, ernten. So, jetzt gucken wir mal nach hier vorne. Das hat gerade auf jeden Fall in jeder Phase Priorität, was ich hier tue. Ja, und hier auch noch bitte. Na, okay, ist schon voll. Und das ist wieder Sophie. Sophie? Nee, du bist nicht Sophie. Wer bist du? Clara Böhlewille. Na gut. Clara Böhlewille. Und du meinst? Kann ich das jetzt hier bitte? Danke. So, musst du, also musst du nicht auf Arbeit, oder? Nein. Gut. Puh, dann kriegen wir das jetzt irgendwie noch gebacken hier. Ah, wird schwierig. Wir probieren es einfach. Wir hoffen einfach, dass es am Ende dann reicht. So, wir sind jetzt hier noch da und wach. Du machst sinnvolle Sachen, oder? Ja, du, ich glaube, du machst gerade hier Videospielzeug. Du musst auf die Arbeit, Bitch. Entschuldigung. Twilight. Twilight. Du zockst hier die ganze Zeit. Ach, schlimm ist das. Man muss hier wirklich aufpassen, dass hier keinen Scheiß machen. Okay. Oh, Flatterschei. Hoffentlich reicht es am Ende. Was ist das denn? Ach nee, das ist einfach nur ein Stück Zaun. Das habe ich gewusst. Twilight geht, ist zur Arbeit. Das ist schön, weil ich aufgepasst habe. Zockt die hier erstmal ewig. Schlimm. So. Und wunderbarerweise reicht es immer noch nicht, aber bald. Komm. Ist doch voll der krasse Frosch, ne? Ja, sehr gut. Das müsste es reichen mit dem Frosch. Ja, ich möchte dieses Objekt verkaufen. Habe ich doch. So, oh ja, jetzt reicht's. Oh ja. Jetzt können wir die Rechnung bezahlen. Die Rechnung bezahlen. Ja. Yeah. Wir haben dann sogar noch ein bisschen Geld übrig, um was zu essen zu kaufen. Quasi. Na gut. Gut, wie geht's mit dir? Super voran abgeschlossen. Läuft ja sehr gut bei dir, liebe Flatterschei. Und sonst. Ja. Kannst du dir auch mal noch ein Eis nehmen, ne? Nee, ein Eis nehmen sollst du dir. Ein Becher nehmen. Ein Hörnchen nehmen. Garnitur auswählen. Streuselstäbchen. Topping auswählen. Schokoladensoße. Und ein Becher nehmen. Mach mal einfach mal. Oh. Wir werden sowas von arm. Oh, und sie hat sich einen Becher genommen. Oh, also ein Hörnchen. Oh, das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Dann quatsch mal ein bisschen. Fesselnde Geschichte erzählen. Oh, wie sie da immer so. Nom, nom, nom. Hey, ich habe mich gerade neben dich gesetzt.
Beachte mich! Genau so klingt das. Und sie so, mir egal. So, so. Nee, ist im Nina, Hepatelle für die Tür. Was ist das ja eigentlich für ein Fragezeichen? Nur eine gewöhnliche, höfliche Konversation. Versuche zu plaudern und warte ab, bis was geschieht. Jeps, jeps, kennenlernen. Batanabi, Dabidaji, Dabidabidu, Chakadabadu. Bonsi, Bonsi. Oh, oh, oh. Okay, ich höre lieber auf damit. Ich kann mir vorstellen, dass ich euch damit nerve. Gut, was ist hier? Eine Gruppenversammlung einberufen. Ja, das könnten wir eigentlich mal machen. Aber. Oh, Levelaufstieg. Flaschheit Level 3 der Fähigkeit Charisma erscheint. Erlernt man nicht. Das ist schön, aber du solltest dann wirklich auch mal ins Bett gehen. Was geht bei dir so? Interessewitz. Kennenlernen. Klopfwitz. Oh, es ist eine. Was? Warum ist eine Versammlung? Einfach so. Gut, dann macht mal hier eure tollen Sachen. Wir können dabei ja mal gucken, was könnten wir denn mal als nächstes nehmen? Vielleicht sowas? Lustigkeitsbonus. Dieser Bonus steigert die Erfolgschancen lustiger Sozialaktionen während Gruppenversammlungen. Sowas klingt eigentlich echt gut. Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Dom Sabuna. Brops. Ja. Ich bin mir sicher, das ist bestimmt irgendwo witzig. Fluttershy kann auch aufs Klo gehen, weil die pieselt sich, glaube ich, auch fast noch ein. So. Und sonst ist ein Englisch. Der Rest ist auf Arbeit, auf die Armen. Aber habt ihr mal euren Spaß. Wow. Das sieht echt lecker aus. Krippi! Ups. Oh Gott, mir wird gerade irgendwie schlecht von dem Hintergewackel. Du musst aber auch noch dein Eis essen, das weißt du schon, ne? Pinky? Okay. Pinky verzichtet aufs. Denn sie isst nebenbei ihr Eis. Ich weiß nicht genau, wie sie das tut. Kommt sie denn wieder? Nee. Oh, wieso kommt sie einfach rein? Was ist denn euer Problem? Oh. Was wollte sie denn jetzt im Bad? Was wolltest du bitte im Bad? Du hattest ja nicht mal Hunger oder nicht mal Hunger. Du musst nicht mal aufs Klo. Du bist einfach nur so reingegangen. Dachtest du, es passiert irgendwas Gutes, wenn du Pinky ins Bad hinterher gehst? Bist du blöd? ja, quatsch einfach mal noch ein bisschen. Über neueste Spiele reden. Beleidigen ist nicht gut. Nein, kennenlernen. Lustige Geschichte erzählen. Können ja mal die Musik wieder ein bisschen ändern, den Sender wechseln. Machen wir mal ein bisschen Backyard. Dazu kann sie mal ein bisschen tanzen. Dipsy, Blipsy, Flapsy, Bopsy, Drips. Na? Klopfwitz. Leider, ja, mal Twilight etwas loben. Oh, wie sie guckt. Oh. Bonio, Bade, Dachik, Dadig, du, Bade, Bau! Entschuldigung, ich muss jetzt aber mitreden, das ist so schlimm bei mir. Ich dachte eigentlich generell so bei sozialen Sachen, bei Pinky zum Beispiel. Sind das Freunde? Freunde. Sie ist mit Applejack? Mit irgendjemand? Sie ist mit Rarity nicht befreundet. Doch, da. Okay. Alles klar. Ich habe das Gefühl, dass alle sich jetzt besser verstehen. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Floopy Roopy. Komplimente bei Outfit machen. Tiefkundige Unterhaltung. Fesselnde Geschichte erzählen. Tag verschönern. Mach das. Und die sind sehr verspielt. Das Gesicht dazu. Du solltest vielleicht nicht mehr darauf konzentrieren, ein Eis zu essen, meine Gute. Das nimmt ziemlich Hunger.
Pigüner. Pigüner? Oh, Pimpini. Und du tanzt schön, ne? Es macht dir Spaß, meine Liebe, oder? Na komm, wir laden sie mal dazu. Oh nein, ist schlecht geworden. Wegwerfen. So. Nein, 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 das soll. Sie soll das machen. Wegwerfen. Aufräumen. Danach kann sie sich eine schnelle Mahlzeit machen, Haferbrei und danach ab ins Bett. Sie ist todmüde. Schlafen. Gott, die Arme. Hier unten ist auch relativ selten was los, hä? Naja. Oh, es haben dabei immer ein paar Punkte. Oh, die Frames droppen gerade. Ich weiß nicht warum. Warum sind gerade meine Frames so niedrig? Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich ignoriere es einfach mal und hoffe, dass es sich wieder stabilisiert. Das ist mir bei Sims noch nie passiert. Also wie gesagt, ich habe irgendwie, seit es das Update gibt, hier schon so ein bisschen Probleme. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Also, womit das jetzt im Zusammenhang hängt. Im Zusammenhang steht. Also, andere, wie gesagt, hatten schon vorher Probleme, aber bei mir ist das erst jetzt... Also, ich weiß auch nicht, was EA da macht. Oh. Unwohl. Oh. Zusammenhalt. Wegen Teilnahme an Gruppenversammlung. Oh. Aber gebe erstmal Lulon, meine Liebe. Verwenden. Danach kannst du dich mit ihr etwas unterhalten und kennenlernen und einfach mal so alles, ne? Ja, und danach gehst du schlafen, meine Gute. Nachdem du was gegessen hast, natürlich. Ach, Leute, hier geht's echt runter und drüber. Ist aber wirklich so bei diesem Let's Play. Wir sind halt eben auch wirklich zu viele Leute, deswegen kommt das auch so selten. Wenn ihr nicht genau nachfragen würdet, würde ich das eigentlich auch gar nicht mehr machen. Weil es ist einfach wirklich sehr anstrengend für mich. Ich habe das auch nie wirklich als reguläres Let's Play hier angedacht gehabt. Es macht zwar auch so wirklich Spaß, aber es ist einfach, ja, es ist einfach zu anstrengend. Das Koordinieren der ganzen Menschen. Hallo, geht da rein. Ach, ihr habt den Müll nicht gelehrt. Oh. Warum habt ihr den Müll nicht gelehrt? Ich habe doch gesagt, ihr sollt den lernen. Na gut. Okay, liebe Freunde. Mal sehen, ob es und wie es weitergeht. Ich wünsche euch übrigens ein wunderschönes Jahr 2016. Genießt es. Und ich weiß nicht, wann ich das Video jetzt genau hochladen werde. Ob ich es 2016 oder 2015 hochlade, ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Ich glaube sogar schon 2016. Aber trotzdem ein schönes neues Jahr und noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und oh, dieses Let's Play macht mich so fertig. Ich spiele wirklich lieber mit Familien Lemon Cake. Es ist einfach weniger anstrengend. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, immer an so vielen. Und ich habe wirklich auch lange nicht mehr gespielt und das überfordert einen ganz schön. Und man dürfte jetzt hier eingeschlagen. Oh. Ja, okay. Dann schauen wir bis zum nächsten Mal. Bye.